Hier fragt Frau S. Ich bereite, oder sie bereitet ihre Steuererklärung für 2013 vor. Auf ihre Kapitalerträge und Abgeltungssteuer wurden einbehalten. Sie geht davon aus, dass sie auf die Anlage KAP bei der Steuererklärung verzichten kann. Sie fragt an, ob sie das richtig sieht. Frau S., ohne weitere Informationen von Ihnen kann ich das so einfach nicht beantworten. Es gibt jedoch eine Reihe von Ausnahmen von der grundsätzlichen Nichtabgabe der Anlagekapitaleinkünfte bei der Einkommensteuerveranlagung. Im Folgenden für Sie einige Beispiele dafür, in welchen Fällen Sie die Anlagekapitaleinkünfte einreichen müssen bzw. sie einreichen sollten. Sie müssen sie abgeben, wenn Sie kirchensteuerpflichtig sind und Sie haben das Ihrer Bank nicht mitgeteilt. Des Weiteren ist die Anlage Kapitaleinkünfte einzureichen, wenn Sie Kapitalerträge ohne Steuerabzug erhalten haben. Beispielsweise für Erträge aus Geldanlagen im Ausland, aus sogenannten thesaurierenden Fonds im Ausland, bei Zinsen auf Steuererstattung vom Finanzamt oder wenn Sie Zinsen erhalten haben für Darlehen, die Sie an Privatpersonen gewährt haben. Einreichen sollten Sie die Anlagekapitaleinkünfte dann, wenn Ihr persönlicher Einkommensteuersatz weniger als 25% beträgt. Denn dann können Sie mit Einreichen der Anlagekapitaleinkünfte den Antrag auf die sogenannte günstige Prüfung stellen. Auch wenn der Sparerfreibetrag von 801 Euro oder 1602 Euro bei Zusammenveranlagung nicht ausgeschöpft wurde, ist die Einreichung der Anlagekapitaleinkünfte sinnvoll, weil Sie dann auch damit die Korrektur des einbehaltenen Betrages beantragen können und Sie erhalten zu viel gezahlte Abgeltungssteuer zurück. Vielleicht hatten Sie aber auch in der Vergangenheit Verluste aus Aktienverkäufen. Prüfen Sie, ob Ihre Bank Ihnen eine Verlustbescheinigung dazu ausgestellt hat. Denn diese Verluste können dann ausgeglichen werden mit eventuellen Gewinnen aus Aktienverkäufen. Auch wenn Sie Anteilseigner einer GmbH sind und Sie haben von dieser Dividende erhalten oder Zinsen für ein Darlehen an die GmbH, gelten Besonderheiten. Frau S., Sie sehen, ohne genaue Kenntnisse Ihrer persönlichen und steuerlichen Verhältnisse oder und auch Ihrer Kapitalerträge kann ich die Frage so nicht beantworten. Wenn Sie möchten, nehmen Sie über den Sender Kontakt zu uns auf und wir prüfen dann für Sie persönlich, wie mit der Anlage Kapitaleinkünfte zu fahren ist.